Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie ihr gerade sehen könnt, bin ich gerade oben mit Leo. Ich habe ihm gerade so ein kleines Leckerli gegeben, diesen Fisch mit Hähnchen drumherum. Aber wo ist denn dein Leckerli, Leo? Wo ist dein Leckerli? Irgendwie hat er das irgendwo hingelegt gerade eben. Ich weiß gar nicht, wohin. Oder liegen lassen? Naja, ja, also bei uns die Tage, also gerade gestern war hier unheimlich viel los in Schleswig-Holstein. Das war richtig krass mit dem Unwetter. Wir haben gestern viele Videos gesehen. Bei Instagram wurden auch einige hochgeladen oder auch TikTok, glaube ich sogar, was in Schilksee los war und generell so am Meer. Das war richtig krass. Da war alles mehr oder weniger überschwemmt, wo eigentlich mal Strand war. Mit Strandkörben war nichts mehr. Da war nur noch Wasser. Unheimlich hohe Wellen, das war richtig krass. Wir hatten überlegt, dahin zu fahren, aber ich habe auch gesagt, nee, also das ist einfach auch zu gefährlich. Jetzt haben wir gesehen, was da so los war. Also das war richtig heftig, ehrlich gesagt. Ja, also ich hoffe, dass da halt nicht allzu viel zu Schaden gekommen ist, aber wie gesagt, es war schlimm. Bei uns war das, ja, so, wo halt nicht direkt am Meer. Stürme schon, ja. Mir flog hier auch teilweise alles um die Ohren, irgendwie so gerade so hinten im hinteren Bereich. Muss ich dann nochmal alles aufstellen. Die Möbel wurden sogar verrückt. Ich zeige euch mal ganz kurz. Das war natürlich heftig, aber ich habe mir gesagt, so, was soll ich jetzt aufstellen, wenn das eh wieder umkippt. Ich zeige euch mal ganz kurz von oben. Also die Sofas da unten und Sessel, guck mal, die sind alle verschoben. Jetzt machen wir kurz auf. Guckt. Alles verschoben, da, oh Gott, mein Dings, Blümchen liegen auf dem Boden, Gras liegt auf dem Boden, also ist nicht so gut irgendwie. Aber mache ich aber dann gleich, ist auch recht frisch. Und heute kommen die Kinder zurück aus Dubai. Ich drücke die Daumen, dass alles echt gut läuft. Um 15 Uhr fliegen sie dort los und kommen hier in Hamburg, ich glaube um 20 Uhr an. Bis sie dann hier zu Hause sind, bis sie die Koffer bekommen haben und so weiter. Ich denke, schätze mal so gegen 22 Uhr. Gestern hatten wir hier Besuch vom Schornsteinfeger und er fliegt immer oben. Ich habe hier ehrlich gesagt so ein bisschen aufgeräumt, ne? Und klar Schiff gemacht, auf dem Balkon auch alles ordentlich gemacht, weil das war so wie Kraut und Rüben, gerade durch den Sturm, alles nass, Teppich eingerollt, die Polster reingeholt. Oben ist auch alles soweit ordentlich. Ich hatte jetzt dann doch alles abgeräumt, ne? Weil es, guck mal, die Kissen, das ist mir zu schade, dass sie dann so nass werden und schimmeln nachher. Im Grunde ist alles soweit ordentlich. Ich hatte sogar ein bisschen Herbstpflanzen besorgt gestern. Einmal diese, dann diese Töpfchen habe ich, also diese, seht ihr, diese Balkonkästen habe ich bepflanzt. Einmal da ist ein bisschen Herbstdeko. Zum Glück sind die stehen geblieben und sind nicht rumgeflogen. Und da unten ist auch ein bisschen was. Hier habe ich auch noch was hingestellt. Also gestern auch alles gesaugt, gewischt auf dem Balkon. War halt eben alles recht nass. Und die Polster habe ich jetzt mal hier reingelegt. Weil das ist so schade, ne Leo? Nee, guck mal, er hat sein Leckerli liegen lassen. Was ist denn damit? Was ist mit deinem Leckerli? Komm mal her. Magst du den nicht? Nein? In der Richtung so gut für dich. Ich habe sogar übrigens, falls ihr gleich wieder mit mir schimpft, aber, also gut, davon weiß Max, also wissen Max und Christian nicht, ich habe eingekauft. Ich habe nachher gesagt, oder Max Bescheid gesagt wegen dem Aufräumen, ob das okay ist, weil, wie gesagt, Schornsteinfeger war da. Ich musste hinter ihm auch noch hinterher putzen, weil das natürlich mit dem Ruß vollgekrümelt alles war. Und ja, ich hatte sogar leicht Max Teppich im Zimmer ruiniert, aber ich habe den wieder sauber gekriegt. Also gerade so mit diesem Ruß, wisst ihr, aus dem Schornstein. Ja, also Kühlschrank ist befüllt wieder. Sorry.
Der Kühlschrank ist wieder befüllt. Ich hatte jetzt gestern eingekauft, abends extra Frischkäse habe ich geholt. Was habe ich noch hier? Käse, Frischkäse da, bisschen Aufschnitt, Kräuterbaguettes, Joghurt, Obst, Gemüse. Es war alles halt leer, ne? Und das habe ich alles besorgt. Orangen hatten die noch, aber Bananen, Äpfel, Nektarinen, Kiwi, Radieschen habe ich da unten hingelegt, weil hier kein Platz mehr war. Und hier habe ich dann auch so, gut, der Kürbis war schon, aber ich habe Salat mitgenommen, Paprika, Gurken und Frühlingszwiebeln. Ich habe gedacht, so macht schon Sinn, wenn die heute Abend zum Beispiel spät nach Hause kommen und der Kühlschrank leer ist. Ich habe gedacht, so, ich kaufe für die jetzt was ein. Aber das habe ich dir nicht erzählt. Das wird eine kleine Überraschung nachher werden. Genau, und Toastbrot habe ich mitgenommen. Bäcker haben sonntags auch auf, da kann man was besorgen. Und halt solche Aufbackbrötchen. Guck mal, diese hier. Falls sie halt Bock auf sowas haben. Und oben, ja, das Dumme gestern war, ich habe, nachdem der Schornsteinfeger weg war, Leo, ich komme gleich, habe ich gesaugt oben. Aber nicht daran gedacht, dass die Düse dreckig sein könnte von diesem Ruß. Und dann gehe ich über Max Teppich rüber am Rand. Ne? Oh mein Gott, das war. Leo, ich komme gleich! Ihr glaubt es nicht. Also diese Ecke hier. Das hier war schwarz. Ich habe wie in der Irre, bin ich ganz schnell runter zu mir. Hab Vanish geholt, eingesprüht und geschrubbt. Und zum Glück ist es weggegangen. Ich habe nicht drüber nachgedacht, weil da sind die Schornsteine, da hat er das gestern sauber gemacht. Ich hatte schon den Teppich eingerollt, ne? Weil wir haben schon mal einen Fall gehabt, dass der Schornsteinfeger auch den Teppich bei den Kindern dreckig gemacht hat. So eine tote Fliege. Und ja, und diesmal hatte ich Schuld, ne? Ich habe ohne zu überlegen halt kurz bin ich mit der Düse über den Teppich hier rüber. Ja. Geht. Geht. Also ich habe dann gedacht, scheiße, jetzt bleibt alles sauber, Schornsteinfeger hat nichts gemacht, aber dafür ich dann mit dem Dings, mach mal schnell, mit dem Staubsauger, verdämlich irgendwie. Ja, hier habe ich auch ein bisschen klar Schiff gemacht bei den Kindern, weil er düste hier irgendwie rum mit seinen ganzen Werkzeugen und genau, hier ist auch alles soweit in Ordnung, wie gesagt. Die Kinder hatten in letzter Zeit sowieso halt wenig Zeit. Die waren oft unterwegs für irgendwelche Kampagnen und so weiter. Also beruflich, ne, mehr oder weniger. Nee, beruflich nicht mehr oder weniger. Jetzt waren die natürlich im Urlaub. Aber nun gut. Also, ich gehe jetzt runter. Meine Waschmaschine müsste jetzt fertig sein. Ich habe Wäsche gewaschen. Die müsste ich jetzt mal aufhängen. Draußen ist es immer noch recht ungemütlich, aber es ist schon mal trocken. Und ach ja, ich muss eigentlich mit ihm erstmal raus, mit Leo. Komm, wir düsen einmal spazieren. Komm! Sein Leckerli immer noch da liegen lassen. Ja, liegt immer noch da. Na gut, komm Leo, wollen raus! Ich war gestern Abend noch mit ihm raus um 10 oder so. Weil er vorher sich geweigert hat beim Sturm. Wollte nicht. Komm! Und schon sind wir unterwegs. Heute ist es echt angenehmer als gestern. Gestern hat es so geregnet, also wir sind mit Leo nur eine kurze Runde gegangen. Heute ist es wenigstens trocken und nicht so stürmisch. Leo, das war aber gerade knapp. Er guckte so über den Rand runter. Guck mal, wie wunderschön das hier alles ist. Das gelbe Laub ist schon da. Zwar nicht viel, aber mein Schnucki sucht nach einer Pflanze, die haben wir gestern bei Insta gesehen. Das ist eine Frau, die das vorgestellt hat, die nach Knoblauch schmeckt und überall wächst, hat sie gesagt. Hast du sie gefunden? Wie so ein Bodendecker sieht die aus. Wie? Das ist das andere hier. Nee, das ist das andere. Nee, das ist das andere. Wie heißt das noch? Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Und hier haben wir schon mal die ersten Pilze. Wir sind zurück. Ihr glaubt nicht, wie dreckig der ist. Ich muss den jetzt auf jeden Fall sauber machen. Der ist überall sehr, sehr verdreckt. Und ich würde sagen, ich leg mal los. Warte. Ich
Guck mal, ein Päckchen. Also ich habe ihn sauber gemacht. Also es hätte jetzt nichts gebracht, ne? Ich hätte jetzt mit Feuchttüchern noch zigmal wischen können. Jetzt muss ich ja mal ganz kurz gucken. Ich will versuchen, ihn abzutrocknen. Meistens rennt er sich hier trocken irgendwie, aber er ist jetzt ja noch nass. Deswegen gucken wir mal gleich, wie das Ganze klappt. Warte. Warte. Siehst du. Ja. Es geht los. Pass auf, du bist nass. Ich habe immer Angst, dass er rutscht gleich. Leo, du rutschst gleich. Du rutschst gleich. Guck dir das mal an. Der ist so wild geworden hier. Aber das ist jetzt sauber. Oh, ja. Ja, wir haben tatsächlich etwas über 8000 Schritte geschafft, aber sogar fast 9. Und ich überlege gleich, dass wir gleich frühstücken. Es ist auch nach 11 schon. Ich habe gerade voll Bock auf Lachs bekommen, dass ich nochmal auf den Wochenmarkt fahre. Und Fischbowl. Lachs oder so. Leo, alles gut? Oh mein Gott. Du fällst gleich irgendwo hin. Das ist Mann. Ja, mach dich mal sauber, du, oder trocken. Das ist verrückt. Ein verrückter Hund. Ich bin mittlerweile beim Einkaufen, Leute. Ich habe nichts aufgenommen. Ich war kurz auf dem Wochenmarkt, weil das Wetter so schittig ist, ne, wieder. Es nieselt und es ist so eklig. Und dann war ich noch einmal kurz bei Rewe. Stehe an der Kasse, habe alles schon ausgelegt. Kurz bevor ich dran war, mache ich meine Tasche auf, Portemonnaie nicht da. Scheiße, war im Auto, weil ich ja, wie gesagt, auf dem Wochenmarkt war und da halt die Sachen, mein Portemonnaie in die Tasche mit dem ganzen Gemüse reingepackt habe. Also, ja, jetzt geht's gleich also dann nach Hause, würde ich sagen, und dann zeige ich euch mal, was ich jetzt eingekauft habe. Das ist eine ganz dumme Zeit, diese Zeit jetzt, ne, um einkaufen zu fahren. Wartet. 1:15. Ganz blöde Zeit, wirklich, weil hier überall die Hölle los ist. Na gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal los. Und schon bin ich zu Hause. Draußen ist nach wie vor ein ganz, ganz ekliges Wetter. Da hatten wir heute Morgen richtig Glück, ne? Also, ich war ja auf dem Wochenmarkt und habe ein bisschen was eingekauft und das zeige ich euch mal. Die Kinder übrigens sind jetzt um. Die sind gestartet. Also, ich habe jetzt auf dem Wochenmarkt zwei Avocados gekauft, rote Zwiebeln, rote Beete, Rosenkohl, Tomaten. Das sind solche, heißen sie Flaschentomaten. Auf jeden Fall sagt er, sind die sehr gut. In Italien wird damit Tomatensauce gemacht immer. Eier hat er mir mitgegeben. Bei Lidl habe ich ganz schnell Mais geholt. Eigentlich wollte ich auf dem Wochenmarkt bei unserem polnischen Stand Mais holen, weil sie sonst immer Mais hatten. Heute aber nicht. Musste ich extra noch zu Lidl fahren. Dann ein Gnocchis von Rewe. Dann habe ich Fisch geholt. Einmal im Fischwagen. Matthias. Den anderen zeige ich euch gleich. Ich packe mal aus gleich. Walnussöl. Ja, alles gut. Dann hatte ich mir voll Bock hier drauf. Auf solche Sprotten. Auf dem Markt habe ich nochmal so einen Akazienhonig mitgenommen. Spitzkohl gab es von Rewe. Mayo für meinen Schnucki. Genau, die habe ich geschenkt bekommen bei diesem Gemüsestand, weil ich ein bisschen Trinkgeld gegeben habe. So, ich würde sagen, ich packe einmal ganz schnell den Fisch aus. Und das habe ich jetzt an Fisch geholt, und zwar einmal Makrele, Pfeffermakrele, Lachsspinat, Frikadelle und Lachs geschnitten. Striemelachs hatten die nicht mehr, deswegen habe ich das egal. Hier nehme ich ein paar Scheiben einfach von dem Lachs mit, der hält jetzt eine Woche ungefähr, und hat Matthias. Mein Essen ist schon mal fertig. Und ich versuche gerade so ein bisschen Feuer zu machen hier. Für meinen Schnucki gibt es gleich so eine Spitzkohlpfanne, und zwar mit Kohlporree, Pilze, Petersilie und Dill. Und Ash wollte wieder mal, rate dich mal, was er möchte, Pelmeni. So, ich weiß nicht, mein Schnucki schneidet gerade noch ein Video und ich versuche gerade hier den Ofen anzukriegen. Ich weiß genau, dass halt dieses Runde, also das ist hier schon trockenes Holz, ganz normal, was wir da gesammelt haben. Allerdings muss man eigentlich, um das richtig schön anzuzünden, gespalten haben, das Ganze in der Mitte wenigstens. Weil so ein Rundholz dauert natürlich ein bisschen mit dem Anbrennen. Aber ich glaube, das geht jetzt, weil gerade eben ist alles ausgegangen. Habe ich nur ein bisschen Papier nachgelegt. Und jetzt hoffe ich ja, dass es langsam anfängt zum Brennen, denn wir haben schon langsam alle Hunger. Wisst ihr, und ich hatte irgendwie voll Bock auf, ich habe jetzt Frischkäse, Lachs und Avocado und Tomaten.
Und dann esse ich noch vielleicht ein bisschen was von der Pfanne beim Schnucki. Denn Kohl ist ja gesund, ne? Genau. Frischkäse wollte ich noch gleich dazugeben. Ach so, wisst ihr was? Ich war noch mal ganz kurz vorhin bei Depot. Habe ich aber nicht aufgenommen, weil ich nur eine Sache da geholt habe. Steht da im Hintergrund. Eine, so eine Thermoskanne. Diese. Ich mache jetzt gleich für mich wieder Tee und dann brauche ich was zum Umfüllen, damit ich dann auch heute tagsüber generell auch mal Tee trinken kann. Das war so die Idee. Achso, für Adam gibt es noch, sehe ich gerade hier, seine Wildwurst. Ohne die geht ja nichts. Guckt mal, Leute. So sieht ein Suchti aus. Wie lange hast du keinen Zucker mehr gegessen? Also, ich bin gerade rückfällig geworden. Ja, das ist zwar zuckerfrei, also so halbwegs zuckerfrei. Ist ein anderer Zucker drin. Wenig Kohlenhydrate. Mhm. Ich habe tierischen Hunger, koche eigentlich noch, ist noch nicht fertig und muss irgendwas essen. Und dann isst man natürlich so einen Zuckerriegel. Ja, ich glaube. Würde ich auch machen. Abgelaufen. Nee, 6,24. Ja, das guck mal. 6,24, so lange hält der. Ja, das ist alles total gut. Also du kannst das ruhig essen. Du kannst auch noch einen essen. Das ist so ein... Total lecker, total zuckerfrei. So ähnlich wie diese Crispies, die wir bei Rewe mal gekauft haben. Ja, aber da ist was anderes drin. Also, es brutzelt schon mal. Und ich hoffe, das dauert nicht mehr so lange, dass wir gleich mal endlich mal essen können. Ich habe nämlich tierischen Hunger. Das Wasser ist auch noch nicht aufgekocht. Also die Pfanne sieht heute sehr, sehr grün aus. Grün-weiß, aber lecker. Wegen dir. Du hast mich was, Leute? Ist das deine Kamera? Nein, das ist meine. Seit 2 Stunden kochen wir und essen wir. Nee, und die Minis sind immer noch nicht fertig. Du hockst. Ich bin am Arbeiten. Ich war auch am Arbeiten. Ich bin nur eben schnell hergekommen und habe eben mal schnell hier die Krautsuppe gegessen, bevor ich gleich wieder zum Arbeiten verschwinden muss. Ja, ich muss auch gleich wieder weiterarbeiten. Außerdem muss ich mit Leo noch raus. Was hast du denn da im Mund? Am Mund, was ist das? Komm mal her. Was ist das? Nachdem wir jetzt gegessen haben, habe ich mir gedacht, ich werde mal für unsere Kinder hier oben was zu essen machen. Die kommen ja heute recht spät nach Hause und ich glaube, ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwo vorher bei McDoof anhalten oder so. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich mache jetzt einmal was zu essen einfach. Das ist eine Kürbis-Gnocchi-Pfanne. Kürbis braucht ihr dafür ein bisschen Cherry-Tomaten und eine Zwiebel, rote Paprika und ein bisschen Grün, wenn ihr irgendwie habt. Ich muss auch noch mal kurz im Gewächshaus ein bisschen Petersilie holen. Beziehungsweise nicht Petersilie, habe ich gar nicht. Basilikum. Wollte ich ganz gerne einfach mal in die Pfanne dazugeben, das passt nämlich ganz gut. Und wenn die noch Hunger haben, essen sie das. Wenn sie keinen Hunger mehr haben, dann halt essen wir das morgen. Das ist auch nicht schlimm. Ich habe schon angefangen, Kürbis zu schneiden. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe jetzt die Hälfte noch über gehabt vom letzten Mal. Und schnippel das relativ fein, also damit es halt ein bisschen schneller fertig wird nachher beim Kochen. Ich muss nur noch einmal das hier schneiden, das und das. Und dann wird einfach alles zusammen angebraten. Frischkäse, Schmelzkäse kommen da rein und zum Schluss Gnocchis und dann ist die Pfanne auch schon fertig. Und die schmeckt richtig mega lecker. Ein bisschen Knoblauch kann damit rein.
schaut mal, ich habe jetzt alles zusammen vermischt, ein paar Kräuter dazu gegeben, von Ankerkraut, Salatgewürz, ein bisschen Knobi und Cayennepfeffer. Das wird zusammen jetzt alles angebraten erstmal. Was wollte ich sagen? Also, das Essen für die Kinder ist soweit fertig. Ich habe jetzt hier nochmal Schmelzkäse und Frischkäse dazu gegeben. Riecht so lecker. Und jetzt bin ich gerade dabei, so ein bisschen draußen aufzuräumen. Die musste ich gerade sauber machen, weil die... Gestern habe ich bei den Kindern alles reingeholt, bei uns hier nicht. Das war alles so voller... Also es war halt ein bisschen nass und voller so einem Dreck halt, ne? Ja, du setzt dich jetzt schön nochmal da drauf, Leo. Ich habe es mit dem Handtuch abgewischt. Und das ist besser, wenn es alles abgeräumt ist. Dann habe ich diesen Hängesessel nochmal hier hingestellt und festgemacht an diese Halterung jetzt hier, damit es nicht hin und her wackelt. Und da drüben habe ich einfach den Stuhl dahingestellt. Also Plätze getauscht. Stuhl drüben. Die Kugel will ich nochmal sauber machen, weil die langsam vermoost. Und die lasse ich hier auch unterm Dach. Also die Seite ist jetzt so. Der Stuhlkern ist hier ab. Das habe ich jetzt mal noch da so hingestellt. Meine Lappen. Vielleicht mal mit Scheuermilch einmal diese Kugel sauber machen. Genau. Also bleibt erstmal so über Winter. Recht mild haben wir das. Ich bin gerade nur im Pulli, ne? Habe die Terrassen hier abgefegt. Hier war auch alles voller Laub. Besen muss ich noch wegbringen. Und ansonsten haken kann ich immer noch, wenn es vielleicht irgendwie nicht mehr... Na gut, jetzt gerade windstill, aber man weiß ja nicht, was die nächsten Tage so mit sich bringen, ne? An Sturm. Mein Schnucki hat gerade, ich weiß gar nicht, Insta oder so geguckt. In Helgoland ist kein Wasser. Na Schnucki? Hast du jetzt Insta oder wo? In Helgoland kein Wasser. Krass, ne? Einfach krass. Logisch, wenn, das, wenn der Ostwind gegen Schleswig-Holstein fällt, steigt auf der Ostseite, also Kiel, das Wasser. Und auf der Westseite ist es weg. Krass, hat er grade, findest du es noch dann oder ist schon weg? Nee, ist schon weg. Ist schon weg. Also auf jeden Fall sah das sehr... Oder, wolltest du das da zeigen? Ja, das sah sehr unheimlich aus. Das da sahen... Algen waren noch total so auf dem Grund sozusagen. Guck mal, so. Ist schon heftig. Ey, warte mal. Ist denn vielleicht das ganze Wasser, das in Helgoland fehlt, jetzt in der Kieler Förde? Wahrscheinlich. Nein, ist es natürlich nicht. Das ist krass, ne? Das ist heftig. Ja, sehr interessant. So, Leo ist rein oder nicht rein? Oder? Ich freue mich, wenn die Kinder wieder da sind. Ne? So, komm, willst du reinkommen? Es ist jetzt schon 5:30. Reinkommen? Ja, gut. Ich habe jetzt die Kugel sauber gemacht. Guck mal, wie weiß die geworden ist. Ne? Ich weiß noch, diese Kugel habe ich damals bei Teddy gekauft für 10 Euro. Ich glaube, vor, hatten wir sogar im Reihenhaus noch, vor 4 Jahren ungefähr. Leo, bist du doch wieder raus? Dann komm. Ich habe auch diesen roten Teppich nochmal davor gelegt, den ich da unter der Palme weggenommen habe in der Ecke. Aber ich glaube, das wird nicht lange drunter, also drauf bleiben, weil nicht, dass er auch anfängt, immer mal zu schimmeln. Muss ich mal gucken, muss ich beobachten und dann rechtzeitig reinholen. Weil lustig ist es nicht gerade so, wenn das Wetter feucht ist, nass ist. Leo, was ist da? Komm! Leo, komm! 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 Nö, will nicht. Ich melde mich zurück, ihr Lieben. Mittlerweile ist es auch schon 7:30. Ich habe eigentlich den ganzen Abend nachher aufgeräumt. In der Garage aufgeräumt, ein bisschen was weggefegt. Wir hatten ja so viel Sturm und ich hatte einfach viel Laub vorne weggefegt, hier dann doch gehakt, weil ich dachte, was schon da ist, kann es auch dann weg, ne? Weil es, wenn es sich alles sammelt, nervt es nachher nur noch. Und ich brauche irgendwie so ein bisschen Bewegung. Also genau das merke ich so, mir fehlt nachher. Im Herbst so ein bisschen meinen Garten, ne? Dass ich dann doch zwischendurch mal hake oder so. Ich habe Leo mehr raus. Willst du raus? Mhm. Mit Leo war ich dann auch Gassi. Ja, die Kinder kommen sicherlich bald. Also ich hoffe, dass sie ja gleich landen um 8. Und ich habe bei denen oben alles ein bisschen gemütlicher gemacht, Licht angemacht und so. Es ist warm, kuschelig und ich habe hier auch bei uns draußen so ein bisschen das Ganze gemütlicher gemacht. Ich finde, das sieht dann doch anders aus, wenn man so rausguckt, finde ich. Es ist viel schöner. Achso, ich habe überall nochmal die Batterien ausgetauscht übrigens. Ne? Also die waren teilweise leer, auch vorne bei mir am Haus. Hier habe ich auch ein bisschen Licht angemacht. Wisst ihr? Damit man so das Ganze so ein bisschen gemütlicher hat, wenn man mal rausguckt aus dem Fenster. Ich liebe das ja. Ne? Und das ist auch ganz schön geworden, diese Ecke jetzt hier. Ist cool, gefällt mir ganz gut und vor allem die Sachen sind geschützt, gerade so die Gießkanne zum Beispiel, die war ja an dem Gewächshaus und unterm offenen Himmel sozusagen, ne? Und das ist so schade, wenn sie nachher rostet.
Sie dachte, ich bleibe sie hier über Winter quasi unterm Dach ein bisschen geschützt. So, Leo, wie sieht's aus? Wir waren doch schon gerade draußen, du. Hat alles erledigt? Immer ein Hübschen. Also, ich würde sagen, ich beende das Video jetzt hier. Bei uns ist hier Feierabend. Ich warte jetzt nur noch immer auf die Kinder. Bis dahin gucken wir so ein bisschen, ich glaube, entweder Netflix oder was hatten wir dann noch? Amazon Prime, glaube ich. Auf jeden Fall schauen wir mal. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Und bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss. Think about it now.